Werk Perten, deine Fachhändler für Kindersitze. Hallo, ich bin Franzi von den Zwerg Perten und ich möchte euch heute Svandu Marie vorstellen. Marie, benannt nach Marie Curie, und wie auch Marie Curie macht sich Svandu Marie die Gesetze der Physik zunutze und kann eure Kinder bis 1,5 Meter und 18 Kilo rückwärts transportieren. Es ist ein Isofix-Sitz, das heißt, ihr müsst ihn auch wirklich immer mit Isofix verwenden. Er ist nach iSize zugelassen ab 40 cm bis 1,5 Meter und bis 18 Kilo. Es ist ein 360-Grad drehbarer Sitz. Er könnte also ab 15 Monate vorwärts verwendet werden, wie alle iSize-Sitze. 15 Monate ist da die Grenze. Wir empfehlen natürlich immer, die Kinder so lange wie möglich rückwärts zu fahren. In diesem Fall also bis ca. 4, 18 Kilo oder 1,5 Meter, je nachdem, was zuerst erreicht ist. Was Marie so alles kann, zeige ich euch jetzt. Wir fangen mal mit dem Einbau an. Man sieht, hier ist es gerade noch rot. Da wird es dann grün, wenn das Isofix richtig eingeklickt ist. Und er hat hier, zieht hier diese Gurte raus. Und dann kann man die Isofix aber getrennt voneinander bewegen. Einmal Klick, dann ist es hier grün. Auf der anderen Seite mache ich das auch. Und dann schiebe ich Marie noch ganz ran. Dann noch den Fuß. Klick, fertig. Gedreht wird Marie an diesem Knopf. Hier ist so ein kleiner Schieber nach oben dran. Das ist eine Kindersicherung. Falls hier Geschwisterkinder daneben sitzen und da vielleicht mal dran rumspielen wollen, ist das nochmal so eine, ja, eine Kindersicherung. Ihr müsst also diesen Schieber erstmal zur Seite schieben und dann könnt ihr runterdrücken. Und dann lässt sich Marie auch ganz leicht drehen. Marie hat eine sehr schöne Ruheposition, also mehrere, aber die maximale Ruheposition ist wirklich sehr geneigt, kann auch viele steilere Rückbänke noch gut ausgleichen. Wir haben den neugeborenen Einsatz. Marie ist ja, wie gesagt, ab 40 cm zugelassen. So früh empfehlen wir das natürlich noch nicht. Da ist eine Babyschale oft der bessere Ort für die Kinder. Das lässt sich also nicht an ein 40 cm Kind anpassen. Dieser neugeborenen Einsatz ist eigentlich bis 60 cm gedacht, kann aber angepasst werden. Also man muss ihn nicht mit 60 cm dann wegtun. Oft ist es so, dass die Kinder noch relativ schmal sind für die Sitze und das dann so ein bisschen weit ist, wenn die dann hier so ab Sitzalter ungefähr hier reinziehen. Man kann also hier diese Schaumstoffteile rausnehmen aus der Kopfstütze und aus dem Rücken und hat dann hier nochmal seitlich ein bisschen Halt und ein bisschen Stütze und auch hier unten bringt es den Po noch mal ein bisschen höher, was den Gurtverlauf auch meistens ein bisschen besser macht. Also man muss den dann nicht wegtun, man darf den anpassen, wenn man das noch braucht. Sehr schön gemacht hier die Augenlinie. Es macht es euch viel leichter, die Kopfstütze richtig einzustellen. Oft sind da die Eltern wirklich unsicher. Und so eine Augenlinie, das bedeutet also einfach, dass hier ungefähr die Augen des Kindes sein sollen. Da kann man nicht so ganz grob falsch einstellen, wenn man das einfach, das ist ein bisschen einleuchtender als manchmal die Sache mit den Gurten. Das finden die Eltern manchmal ein bisschen schwieriger. Auch sehr schön gemacht, ihr seht es hier, Magnete, dass die Gurte aus dem Weg sind, wenn man das Kind anschnallt. Wirklich sehr, sehr schön, das ist sowas, wo man sich oft ärgert, wenn man immer das Kind da drauf gesetzt hat. Kopfstütze lässt sich hier verstellen. Ruheposition auch in der gedrehten Stellung, egal wie ihr ihn habt, könnt ihr jede Position verwenden. Angeschnallt, so wie alle anderen auch. Hier ist er festgezogen. Hier ist ein Knopf zum Lösen der Gurte. Und hier wieder fest. Wenn das Kind dann drin sitzt und richtig angeschnallt ist, drehen wir ihn natürlich rückwärts gerichtet. Und dann gibt es von Svandu den Side Impact Buddy. Der kommt hier noch rein. Man sieht das auch, es ist ganz intuitiv, ganz leicht. Man sieht, wo das rein muss.
hier reinstecken, einmal drehen, türseitig noch ranstecken, ist der Seitenaufprallschutz. Ja, Ausbau. Da hat sich Svandu auch was dabei gedacht. Ihr könnt nämlich hier nicht einfach eine Seite lösen. Na, das blockiert hier also. Das ist auch, falls hier Geschwister oder sonst jemand daneben sitzt, der denkt, ach, ich ziehe hier mal dran, kann man den Sitz so nicht lösen. Ihr müsst wirklich beide gleichzeitig ziehen und dann könnt ihr Svandu lösen. Svandu Marie. Ja. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Sitz habt oder zu anderen Sitzen, schreibt uns gerne eine E-Mail oder ruft uns an oder besucht uns in einem unserer Ladengeschäfte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss.